Ja, liebe Freunde, wir kommen hier aus der Ballerei gar nicht mehr raus und aus der Action. Jetzt sind wir mitten an der Front bei Metro 2033 in der Redux-Version. Ja, und wir ballern uns hier unseren Weg durch, ne? Komm nur was wolle. Die wissen, dass ich da bin. Ich muss zusehen, dass ich hier irgendwie aus der Nummer wieder rauskomme. Mich ist alles gerichtet, sämtliche Soldaten. Und auch noch ein Flakgeschütz oder irgendeine MG, was ich natürlich absolut nicht gebrauchen kann. Und ich habe noch keine Ahnung. Ach du Scheiße, es kommen immer mehr. Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier mit mir enden wird. Wahrscheinlich wieder gleich daran, dass ich keine Munition mehr habe. Natürlich auch noch voll am geblendet werden. Alter, das hört nie auf. Obwohl die besten Soldaten sind das nicht, ne? Wenn die mich so nah an die Front ranlassen. Da sind mir die Monster ehrlich gesagt heftiger. Okay, das MG schießt schon mal nicht mehr auf mich. Ich glaube, den habe ich erledigt. Da oben ist noch einer. Ja, gerne. Obwohl ich noch nicht wirklich weiß, was das überhaupt bedeutet. Aber ich habe hier gerade eine ganze Front auseinandergenommen, so als Information, ne? Am Rande. Ja, die. Ja, ich habe eine mit. Aber die hat noch einen Schalldämpfer. Meins? Okay, dann sind wieder zwei neue Yogis. Weil sie alle immer so gefüttert sind, ne? Oh, geile Deckung. So, Helmtreffer. Weiter geht's. Mamp. Alter, was ist denn für ein Sprengungsfeld? So, zusehen, dass ich da schön die Munition mit aufsammle. Dass ich bloß nicht die Leichen übersehe, weil Munition ist echt kostbar. Also jede Art von Munition, obwohl Geld als auch Gewehrmunition. Mal hier hoch. Wenn Munition liegt, dann meistens an solchen Orten. Die bringt mir nichts. Oh, hier mehr Munition. Stimmt, gab es ja auch irgendwo ein Tagebuch, was ich schon wieder komplett übersehen habe. Aber schön viel Deckung gibt es hier. Das ist wirklich, Scheiße. Sollte das ein Panzer sein oder was? Kann ich so ein Ding auch selbst. Ach, guck mal, hier hätte ich dann auch einen Luftjagen können. Kann ich auch selber fahren? Nee, schade. Ich glaube, die MG kann ich auch nicht, ne? Ach, schade. Sehr schön. So, jetzt nicht im Lager der Faschisten. Boah, ob das gut geht, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Geht die Treppe runter? Abwasser oder was ist das hier? Ich bleibe ein bisschen versteckt da, ne?
weiß nicht, ob mir das was bringt. Dann ging die Treppe runter. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst, irgendwas zu verpassen. Geh trotzdem mal da hinten die Treppe runter. Mehr als kämpfen kann ich ja nicht. Momentan ist es ja was ist denn jetzt los? Eher ruhig hier. Was ist das? Spinnenleben. Ich geh erstmal hier runter. Der Pfeil zeigt nach oben. Ist ja vielversprechend. Eine Tür. Machen wir diese mal auf. Wir befinden uns in einem Generatorraum. Was? Ja? Weg. Hey Freunde. Vielen Dank, Genosse. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Gern gestehen. Na, dann seht mal zu, dass ihr Land gewinnt, Jungs. War mal weggeknallt. Das war aber auch ein roter, ne? Wir sind doch im anderen Lager. Aber das war ein roter. Nachtsicht? Irgendwie funktioniert das mit der Nachtsicht nicht. Ach, das ist eure Ausrüstung. Ja, Entschuldigung, dann will ich euch nichts klauen, meine Freunde. Wurfmesser habe ich auch genug. Geht's mal rund? Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Na. Verschlossen. Na super. Hier geht's schon mal nicht lang. Wahrscheinlich muss ich oben ins Lager eine Schüssel finden und hier raus. War irgendwie so ein Kack. Na, seid ihr mal hier? Ja, erstmal hinsetzen. Genau. Du hast ja im Käfig hier nicht genug besessen. Wie gesagt, Munition ist immer gut. So, hier geht's nach oben. Ob die Pfeile mir wirklich sagen, wo ich hin muss, oder ob das einfach nur für die Optik ist, quasi für die Wegfindung der Soldaten, aber da ist ja auch ein Wegweiser quasi. Und der Anführer. So, da gehe ich aber trotzdem hier unten lang, das scheint mir ein bisschen sicherer. Auch wenn es am Ende ekliger ist. Mir persönlich fehlt ehrlich gesagt Feindesradar. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich bin es einfach nicht mehr so gewohnt, diese FPS-Shooter in dem Stil zu spielen. Einfach alles abknallen, was andere beim Weg kommt. Ja, hat ja viel gebracht. Hier ist es sicher wie ein Babyarsch. Auf jeden Fall scheinen die sich zu streiten. Hört sich zumindest fast so an. Kann man hier oben hinmachen? Schieß erst auf dich, wenn du schießt. Ja. Oh, Held. Held. Helmtreffer. Musik. Irre oder was? Sterb doch einfach. Was ist leichter? Also die Helden auf die andere Seite. Ich
lieber schießen, statt hier Puzzleköpfe zu machen. Ich garantiere euch, habt ihr mehr Fahrt. Oh, upsala. Dann geht's rückwärts die Treppe wieder runter. Ach so, eine Automatikpistole, ne? Nein! Gib mir mein Ding zurück. Ich mag meine AK. Mit Galasch. So. Bleib mal hier oben. Einfach für die Übersicht erstmal. Oder nicht? Ich bin immer so unschlüssig, wo ich hin soll. Aber der Hund geht glaube ich gar nicht weiter, ne? Ne, hier wohnen die. Boah, kann ich das Gedudel irgendwo ausschalten? Ein Schlüssel, das ist wahrscheinlich für die Tür. Ist hier irgendwo dieses scheiß Radio, das diese Kackmusik macht? Ich erschieße das auch zu Klump, wenn es sein muss. Hab ich auch keinen Vertrag mit. Aber was ich jetzt erstmal wissen will, ob das der Schlüssel für diesen Keller ist. Das würde mich echt interessieren. Alter, irgendwo müssen auch Lautsprecher sein, ne? Irgendwo muss die Kacke doch herkommen. Komm, halt's Maul. Am Arsch. Boah, ist das nervig. Ja, für die ist GEMA-frei, die Musik. Boah, jetzt will ich erstmal gucken. Alter, nimm mal die Chance, ein bisschen Luft zu schnappen. Guck mal, hier ist auch viel mehr zu sehen als auf der anderen Seite. Interessant. Nee, warte, ich bin zu weit. Wo ist denn der Eingang da? Mal gucken, ob das der Schlüssel für die Tür da unten ist. Würde mich ja sehr interessieren. So. Die Vögel sind wahrscheinlich auch noch hier. Zumindest macht er nicht mal voll Umsitzerei. Warte mal hier. Übersehen. Ich habe gerade eine Hand gesehen. Wollt ihr hier runter? Ihr wollt hier raus, ne? Gucken wir mal, was wir machen können. Wand da. Da. Tür? Tür bleibt locket. Schade. Ist nicht der Schlüssel. Tut mir leid, Jungs. No chance. Müsst ihr hier versauern. Wahrscheinlich gleich mal Fluchtweg oder so. Komm her. Hopp. So, dann gehen wir mal wieder in die Russen-Disco. Huch, andersrum. Ich hätte keine Inliner. Dann wäre der Weg nicht so weit. Könnt ihr jetzt unten durch den Zug gehen oder ich könnte hier oben weiter lautschen? Lautschen? Oh, das war was für mich. Dankeschön. Zug hier oben? Schwierig. Ich
von der gleichen Stelle raus oder so. Hier geht es durch die Tür weiter, dann mache ich erstmal den Zug, oder? Oh, Fragen über Fragen. Ich habe immer Angst, dass ich den falschen Weg laufe. Das ist mein Problem. Und runter. Hallo. Hopp. Ja. Hopp. Na, komm. 1, 2, 3. Ach, hat sich schon erledigt. Ein Safe. Und dafür war der Schlüssel. Hätte ich gar nicht den ganzen weiten Weg gehen müssen. Hopp. Naja. Alter, du ziehst das Let's Play in die Länge. So, Tür. Hallo. Man kann ja, ich wollte mich jetzt zur Seite lehnen, das kann man hier ja gar nicht. Hehe. Okay. Muss ich mal überlegen, was das für eine Knarre ist. Das ist, ja. Wie beim Dunkeln. In meinem Nachtsichtgerät, das nicht funktioniert, so wie es aussieht. Irgendwie ist das putt. Ich weiß nicht warum, aber mein Nachtsichtgerät ist irgendwie kaputt. Na gut. Den Jungs ist eh nicht mehr zu helfen, wie es aussieht. Hier könnte ich sonst hier so ein kleiner Scharfschützenrevolver. Könnte ich mir da rausbasteln. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt so ein wirkliches Scharfschützengewehr gibt. Mit diesem Pfeilen wäre natürlich, glaube ich, nicht schlecht als Scharfschützengewehr. Oh, guck mal hier. Tada! Neuer Eintrag. Die Front. Für die rote Linie gibt es keinen schlimmeren Fall als das Reich. Sie sagen, sie würden seit 100 Jahren schon Krieg führen. Verschiedene Nationen, wie von Dämonen angetrieben, entscheiden sich in diesem Konflikt für eine Seite. Und manchmal, wie in der Metro, teilen sie sich auf und kämpfen, bis beide Seiten vernichtet sind. Das Reich soll das genaue Gegenteil der roten Linie sein. Aber warum sieht alles so gleich aus? Armut, Hunger, Zwangsarbeit und endlose Kundgebungen. Das Gefasel der Politiker und leere Augen des Pöbels. Die benutzen oft Wahlsprüche. Und was man hier gesagt bekommt, kann man auch nicht anzweifeln. Wir glauben hier jedoch an was anderes. Angeblich reicht es, alle Mutanten auszulöschen, damit sich alle Dinge auf magische Weise wieder richten. Diese Faschisten sind alle für genetische Reinheit. Ja. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Und dass die Norm von den Politikern definiert wird. Kann jeder zum Mutanten erklärt werden. Das sind die Sturmtruppen, die letztlich entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und dieser Kampf kann ewig dauern. Und Spione werden auf dieselbe Weise behandelt wie bei der roten Linie. Daher darf ich mich nicht erwischen lassen. Ja, das kennen wir doch irgendwie aus einer bekannten Geschichte vor einigen Jahrzehnten. Da war das ja quasi so ähnlich. Mit dieser genetischen Reinheit und so weiter. Naja. Tür auf. Ich werde bestimmt 100 Pro erwischt. Ja. Was habe ich gesagt?
Was hab ich gesagt? Super. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Hätte ich das Spiel mal vorzeitig beenden. Die Folge. Jetzt muss ich erstmal gucken, was als nächstes kommt, ob ich die Luft habe, überhaupt die Folge zu beenden. Da liege ich. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Aua. Wegsack. Bist du zurück? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Ah. Bitte zu deinem Max Hallo. Oder sonst wem. Oh, das kenne ich doch. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Hi. Oh, Held. Krass. Geil. Das sind die Jungs aus dem Käfig unten, ne? Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Ach, danke. Ist da Alkohol drin oder Wasser? Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Das sind die Jungs von der Police. Geil. Die sind cool. Euch mag ich. Jetzt gehe ich wieder in die Fresse. Pass auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Ja, sehr schön. Seid ihr jetzt eigentlich die Jungs, die ich da gerade befreit habe? Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Okay. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Ja, okay. Diese scheinen von der Polizei zu sein. Ich weiß nicht, ob das die aus dem Keller sind. Vor allem, was mit denen aus dem Keller ist, ob die da irgendwie rausgekommen sind, ich habe keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Folge rum ist und ja, was Miller zu uns zu sagen hat oder was es dann mit Hunter weiter auf sich hat und wo Hunter vielleicht geblieben ist, vielleicht wissen wir das ja auch, erfahren wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.